Hallo Timo, schön, dass du da bist hier bei uns. Wie geht's dir denn? Sehr gut, bestens, danke. Du bist erfolgreicher Triathlet und hast an einigen Ironman-Wettkämpfen teilgenommen. Unter anderem warst du 2009 erster Ironman in Deutschland und 2010 bist du erster in Arizona geworden. Wenn ich an diese langen Strecken denke, die da überwunden werden müssen beim Ironman, warum machst du das eigentlich? Ja, die Frage, die darf man sich gar nicht stellen. Im Sport kann man sich ausprobieren und gerade der Triathlon-Sport bietet ja vielfältige Möglichkeiten. Und da ist natürlich die Krone dieser Ironman-Distanz, das 3,8 Kilometer Schwimmen, 81 Kilometer Radfahren, Marathon laufen. Und mein Ziel ist es ganz klar und Sinn macht es für mich, möglichst schnell zu sein, gesund dabei zu bleiben und ja, Erfolge zu erringen. Zurzeit bist du ja in der Winterpause. Wie trainierst du jetzt im Winter? Ja, viele denken im Sommer, die Sommersportler haben eine lange Winterpause, aber es ist ja eher umgekehrt, dass der Sommererfolg im Winter gebaut wird und ich eigentlich schon seit Mitte, Ende Dezember sehr viel trainiere und jetzt auch gerade 3 Wochen im Süden war und da natürlich die Grundlagen lege. Insofern besteht mein Tag zurzeit aus 3 Trainingseinheiten, um dann ab März, April langsam in die Wettkampfsaison einzusteigen. Du hast einen Forerunner am Arm, einen ja. Garmin Forerunner. Wie nutzt du den für dein Training? Erzähl doch mal kurz. Ja, jetzt aktuell habe ich die letzten 6 Wochen sehr viel mit dem 310 XT trainiert, weil ich Anfang Januar Skilanglauf gemacht habe und jetzt auch in Lanzarote viel, in Fuerteventura viel gelaufen und Rad gefahren bin. Und das ist so eine All-Inclusive-Uhr, sage ich immer. Da habe ich alles mit dabei. Ich brauche keinen Speed-Sensor am Rad. Ich weiß immer, wie schnell ich unterwegs bin. Ich kann meine Herzfrequenz gleichzeitig kontrollieren. Ich habe eine lange Akkulaufzeit, muss mir über auch beim Schwimmen, über Wasserdichtigkeit und dergleichen keine Gedanken machen. Ja, und es ist zurzeit mein ständiger Trainingsbegleiter. Das ist also alles kompakt da mit dabei mit dem Forerunner. Inwiefern ist denn der Forerunner hilfreich für deine Motivation? Motiviert in dem Sinn, dass ich die Kontrolle halt habe über mein Training. Kontrolle ist sehr wichtig für die Motivation, weil nur wenn du Dinge auch kontrollieren kannst, motiviert dich das. Und ich sehe halt da meine Durchschnittsgeschwindigkeit sehr gut und kann dann das Training schon im Training kontrollieren und steuern und merke da natürlich, wenn ich fühle, dass ich langsam unterwegs bin, sehe aber auf der Uhr, dass ich doch sehr schnell unterwegs bin, ja. Motiviert mich das natürlich sehr, sehr stark und viel mehr, wie wenn ich jetzt nur meine Herzfrequenz und die Zeit sehe. Verständlich. Welche Funktionen an deinem Forerunner schätzt du denn am meisten fürs Training? Ja, es ist die freie Konfiguration meiner Datenfelder. Das heißt, ich kann für mich individuell einstellen, was ich sehen will auf der Uhr. Und da schätze ich am meisten, das ist auch mein Datenfeld Nummer 1, das ist die Durchschnittspace. Das heißt, bei mir ist es Minuten auf Kilometer, diese Zeit, die ich pro Kilometer laufe. Und ich sollte jetzt beim langen Dauerlauf so um die 4 Minuten sein. Und wenn das der Fall ist, dann motiviert mich das. Ich habe die Kontrolle und ist dann auch gleichzeitig meine Lieblingsfunktion. Das ist auch schön. Wenn man Sport macht, dann kennt man das ja vielleicht. Irgendwann ist man dann doch mal an so einem Punkt, wo man denkt, oh Mann, ich kann nicht mehr, ich möchte jetzt nicht mehr, ich habe heute einfach mal keine Lust. Was machst du, wenn du in so einem Motivationstief bist? Wie kommst du da wieder raus? Das ist eine gute Frage, ja. Weil das kommt bei mir auch sehr oft vor und ich wär oft gefragt und halt auch viele Vorträge zu dem Thema, aber wenn ich ganz ehrlich bin, gehört es einfach auch dazu, weil man ist manchmal in Momenten, wo es nicht so gut geht und dann ist eigentlich so der Trick, dass man ein bisschen innehält, durchatmet und sich überlegt, wo man im Moment ist und was man selbst dafür tun kann, um die Situation zu ändern. Und wenn man das hat, merkt, dass man unabhängig ist von den Dingen, die einen bedrücken oder unmotiviert machen, dann hat man ja eine Möglichkeit, das zu ändern. Und dann probiere ich den ersten Schritt zu gehen. Und der erste Schritt kann auch ganz klein sein. Das ist so wie früher in der Schule das Tip-Top-Spiel, dass ich einfach kleine Schritte gehe, um ein bisschen aus dem Tief rauszukommen. Und wieder laufen zu lernen. Genau. Und wenn es mal gar nicht geht, dann lasse ich auch das Training sausen, weil das ist vielleicht auch ein Signal vom Körper, dass heute irgendwas nicht stimmt. Ja, die Winterpause ist ja jetzt auch irgendwann mal wieder vorbei. Wie geht's dann weiter? Welche sportlichen Ziele hast du dir für 2011 gesetzt? Schneller werden, noch bessere Resultate, gesund bleiben und natürlich den Spaß am Sport beibehalten. Und da ist das Wichtigste natürlich das große Ziel der Ironman Hawaii. Da will ich ganz oben landen dieses Jahr. Und es ist ein langer Weg, es ist viel Training, kann viel passieren, aber ich werde mein Bestes probieren. Hohe Ziele. Ich wünsche dir sehr viel Glück und Kraft und Erfolg dabei. Du schaffst es. Ja, mach weiter so und viel Spaß mit Garmin. Dankeschön. Schön.